Hallo und herzlich willkommen hier auf der Couch. Hier kommen fünf nicht musikalische Gründe, warum ich Telemann echt cool finde. Telemann war der totale organisatorische Wirbelwind. Egal wohin er kam, hat er sofort das Musikleben aufgemischt. Das war schon zu Schulzeiten in Zellerfeld und in Hildesheim so. Und dann natürlich in Leipzig, in Sorau, in Eisenach, in Frankfurt und letztendlich in Hamburg. Überall, wo er hinkam, hat er sofort das Musikleben geprägt. Er kam an, hat sich mit den anwesenden Musikern vor Ort vernetzt und dann Orchester gegründet, Konzertreihen installiert und unermüdlich Musik gemacht. Im Gegensatz zu vielen Frankfurter und Hamburger Patriziern war Telemann ein self-made man. Er kam aus einem Theologenhaushalt. Dementsprechend war Bildung immer sehr wichtig. Und die hat er auch bekommen. Durch den frühen Tod des Vaters musste er aber schon sehr bald auf eigenen Füßen stehen. Und das ist ihm souverän gelungen. Egal wohin er kam, nach kürzester Zeit bewegte er sich in den besten und einflussreichsten Kreisen. Ich finde es erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein er seine Ziele erkämpft hat. Und das in einer so feudalen Gesellschaft. Allerdings entschied er sich gegen das Leben an Höfen und in Abhängigkeit von Adligen, obwohl das bestimmt mehr Geld und Ruhm bedeutet hätte. Er vertraute mehr den Institutionen in großen Städten wie Frankfurt und Hamburg. Er war selbstbewusst und geschäftstüchtig genug, um finanziell gut zu verhandeln. Und wenn es nicht so lief, wie er sich das vorstellte, dann scheute er sich auch nicht, das Gegenüber unter Druck zu setzen. Zum Beispiel mit drohender Abwerbung oder sich juristisch zu wehren. Telemann war kein Konkurrenzmensch. Er förderte andere Musiker und Komponisten, indem er ihre Stücke aufführte, indem er sie verlegte oder auch nur, indem er in regem Austausch mit ihnen über die neuesten musikalischen Entwicklungen stand. Obwohl, so ganz ohne Konkurrenz geht's dann im Musikbusiness ja doch nicht. Als der junge Telemann zwischen 1701 und 1705 in Leipzig war, gab es ganz schön Krach mit dem damals schon alten Thomaskantor Johann Kuhnau, dem Vorgänger von Johann Sebastian Bach. Dem Publikum beziehungsweise der Gemeinde, gefielen nämlich Telemanns Kantaten im neuen Stil besser als die Kuhnaus im alten Stil. Als Telemann dann seine Kantaten alle 14 Tage aufführen durfte, war Kuhnau überhaupt nicht begeistert. Für Telemann brachte das nicht nur Ansehen und die Einladung, Kuhnaus Nachfolger zu werden, sondern auch finanzielles Aufatmen. Telemann war wahnsinnig fleißig. Überdauert hat das blöde Vorurteil des Vielschreibers. Nicht ganz zu Unrecht, denn er hat in seinen 86 Lebensjahren über 3500 Kompositionen verfasst. Offenbar muss es ihm leichter gefallen sein, neu zu komponieren, als Vorhandenes umzuarbeiten. Aber mal ehrlich, vor allen Dingen hat er einfach mal nur seinen Job gemacht. Wie es von ihm verlangt wurde, hat er zu allen möglichen Gelegenheiten Musik geliefert. Und das hieß eben Kantaten und jährlich wechselnde Passion. Leider machte er es uns mit dieser Fülle schwer, ihn in den Kanon zu übernehmen. Wenn von Bachs Johannespassion die Rede ist, weiß jeder einigermaßen musikinteressierte Mensch, was gemeint ist. Bei Telemann müssen wir aber erstmal fragen, Johannespassion von 1733 oder 1745 oder 1749? Das sagt doch aber noch lange nichts über die Qualität der Musik aus. Er blieb sein Leben lang am Puls der Zeit und in regem Austausch mit anderen Komponisten, Dichtern, Musikern und Theoretikern. Telemann, über weite Strecken Autodidakt, hatte immer wieder an und mit den Partituren der Kollegen gelernt. Und das behielt er bis ins hohe Alter bei. Er interessierte sich Zeit seines Lebens für die Musik der anderen und die Entwicklung in Kunst, Kultur und Gesellschaft. Und diese vollzog er in seinen Kompositionen nach und gestaltete sie vorbildhaft mit.